Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Dr. Blodarek Life Coaching. Ich bin Eva Blodarek, Diplompsychologin, Coach und Buchautorin. Und hier geht es darum, dass Sie jetzt schon dafür sorgen, dass Sie in Ihrem Leben möglichst wenig bereuen müssen. Und dazu gebe ich Ihnen 5 wirkungsvolle Tipps. Sie haben vielleicht doch gerade genau hingehört und gemerkt, dass ich gesagt habe, es geht darum, möglichst wenig zu bereuen. Sie werden es nämlich nicht schaffen, überhaupt nichts in Ihrem Leben zu bereuen. Das liegt schon allein daran, dass wir immer wieder falsche Entscheidungen treffen, nach bestem Wissen und Gewissen. Und in dem Moment glauben wir, richtig zu handeln. Später stellen wir dann fest, dass es ein Fehler war. Ich habe da auch so meine Erfahrungen in meinem Leben. Ich habe zum Beispiel 2 Jahre meines Lebens an eine überflüssige Referendarzeit verschwendet. Mein Studium der Germanistik und Philosophie war schön, sinnvoll, interessant, aber das 2. Staatsexamen hätte ich mir wirklich schenken können. Ich habe dabei weder etwas gelernt, noch habe ich den Abschluss jemals brauchen können. Vielleicht haben Sie auch in Ihrem Lebenslauf so eine Fehlentscheidung. Eine, die Sie Glück und Zeit gekostet hat. Außerdem ist ja keiner von uns perfekt. Wir verletzen andere oder setzen falsche Prioritäten. Also es gibt vieles, was wir bereuen können. Davon wissen zum Beispiel viele Menschen zu berichten, die alle Kraft in ihren Beruf und in ihre Karriere gesteckt haben und später feststellen mussten, dass die Partnerschaft zerbrochen ist oder dass sie ihre Kinder vernachlässigt haben. Auch da gibt es sicher einiges zu bereuen. Also Beispiele kann man ohne Ende anführen und trotzdem oder vielleicht gerade deshalb ist es wichtig, ab jetzt so zu leben, dass Sie am Ende so wenig wie möglich bereuen müssen. Übrigens keineswegs nur deshalb, ich habe zwar gerade gesagt am Ende, aber es geht nicht nur darum, dass Sie nichts bereuen und friedlich von dieser Erde scheiden können, sondern der Gedanke soll Ihnen jetzt schon helfen, im Hier und Heute diejenigen Entscheidungen zu treffen und das Verhalten zu zeigen, das am besten zu Ihnen passt und das dazu führt, dass Sie sich Ihre Herzenswünsche und Träume auch wirklich erfüllen. Und wie ich ja versprochen habe, dazu möchte ich Ihnen 5 Tipps geben, wie Sie das auch erreichen können. Mein erster Tipp lautet, finden Sie heraus, was Sie bisher glücklich gemacht hat. Das haben wir meistens gar nicht so auf dem Schirm. Deshalb ist es ganz gut, sich mal hinzusetzen und sich das zu überlegen. Dabei handelt es sich um eine Hochrechnung. Was hat Sie bisher wirklich glücklich gemacht? Denn das wird es auch in Zukunft tun, denn so sehr verändern wir uns ja nicht. Es lohnt sich einmal, dass Sie sich in Ruhe hinsetzen und aufschreiben, was Sie bisher zutiefst genossen haben. Etwa das Zusammensein mit Freunden oder der Familie oder die Beschäftigung mit Kunst und Kultur. Vielleicht waren es auch Reisen oder Erlebnisse in der Natur oder mit Tieren. Oder es hat Sie glücklich gemacht, Wissen zu erwerben. Was auch immer, genau davon sollten Sie noch mehr in Ihre Gegenwart und auch in die Zukunft holen als bisher. Mein 2. Tipp lautet, leben Sie gemäß Ihren Werten. Finden Sie heraus, was Ihre unverzichtbaren Werte sind. Ethische und moralische Werte erkennen Sie daran, dass sich Ihr Gewissen immer dann regt, wenn Sie dagegen verstoßen. Solche Werte sind etwa Ehrlichkeit. Oder Gerechtigkeit, Mitgefühl, Toleranz, Respekt oder Hilfsbereitschaft. Aber es gibt auch noch ganz persönliche Werte wie Freiheit, Abenteuer, Erfolg oder Spiritualität. Wenn Sie nach Ihren Werten leben, werden Sie es später nicht bereuen. Lassen Sie sich deshalb also nicht verführen, vielleicht aus Sicherheitsgründen oder um eines Profites willen davon abzuweichen. Richten Sie immer Ihr Handeln nach Ihren Werten aus und treffen Sie nur Entscheidungen, die mit Ihren Überzeugungen übereinstimmen. Das ist sehr wichtig, damit Sie später nichts bereuen. Mein 3. Tipp, der Ihnen hilft, dass Sie so leben, wie es zu Ihnen passt und nicht rückwirkend sagen müssen, schade, mein Leben hat allen gefallen, nur mir nicht, der lautet, hören Sie auf Ihre innere Stimme.
In einem Podcast, ich kann mich leider nicht mehr erinnern, welcher es war, habe ich den schönen Satz gehört, die Seele ist ein wissendes Organ. Das stimmt, sie haben eine innere Weisheit. Und das Sprachrohr dieser Weisheit ist ihre innere Stimme. Man nennt sie auch Intuition. Sie ist in ihrem Unterbewusstsein gespeichertes Wissen. Und wenn ihre innere Stimme ihnen rät, etwas zu tun oder zu lassen, dann sollten Sie es ernst nehmen. Ergreifen Sie eine Chance, auch wenn verstandesmäßig ganz vieles dagegen spricht. Und lassen Sie die Finger von etwas, von dem Ihre innere Stimme sagt, lieber nicht. Und tun Sie das auch dann, wenn es noch so verlockend aussieht und vernünftig ist. Sie würden es bereuen, da bin ich sicher. Mein vierter Tipp, damit Sie nichts bereuen, heißt, achten Sie auf Leidenschaft und Freude. Damit ist jetzt nicht gemeint, dass Sie nur noch tun, was Ihnen Spaß macht. Damit kämen Sie ganz sicherlich nicht weit. Leidenschaft und Freude für eine Tätigkeit sind vielmehr die Anzeichen dafür, wo Ihre besonderen Fähigkeiten liegen. Überlegen Sie deshalb, wo zieht es Sie hin? Wofür begeistern Sie sich? Was fällt Ihnen leicht? Wo möchten Sie immer besser werden, ohne dass man Sie dazu extra drängen muss? Und was bringt Sie in den Flow, sodass Sie die Zeit vergessen? Genau diese Dinge sollten Sie vermehrt tun. Wenn Sie Ihre Leidenschaft ausleben und auf Ihr freudiges Gefühl achten, dann werden Sie glücklich sein, denn das ist Ihre Bestimmung. Vielleicht erinnern Sie sich an ein Video, das ich zum Thema Bestimmung gemacht habe. Da geht es auch genau darum. Mein fünfter Tipp ist, seien Sie mutig. Sie kennen vielleicht den schönen Spruch, man bereut nicht die Dinge, die man getan hat, sondern diejenigen, die man nicht getan hat. Und da ist durchaus etwas dran. Was hält Sie davon ab, sich Ihre Herzenswünsche oder Ihren Traum zu erfüllen? In den meisten Fällen ist es die Angst zu versagen oder die Angst vor Schwierigkeiten. Sie werden es aber garantiert bereuen, wenn Sie es nicht wenigstens versucht haben. Wenn es die Sache wert ist, dann gehen Sie das Risiko ein. Vielleicht hilft Ihnen die Einsicht, entweder ich gewinne oder ich lerne. Das heißt, Sie haben auf jeden Fall etwas davon, wenn Sie es probieren. Ja, ich hoffe, Sie haben damit gute Anhaltspunkte, dass Sie später einmal nichts bereuen müssen. Ich wiederhole noch einmal, was wichtig ist, damit Sie eben nichts bereuen. Erstens finden Sie heraus, was Sie bisher glücklich gemacht hat. Denn das, können Sie hochrechnen, wird Sie wahrscheinlich auch weiterhin glücklich machen. Zweitens leben Sie gemäß Ihren Werten, verraten Sie Ihre Werte nicht. Drittens hören Sie auf Ihre innere Stimme, die rät Ihnen richtig. Viertens achten Sie auf Leidenschaft und Freude. Und fünftens, seien Sie mutig. Mit diesen fünf Tipps kommen Sie ganz schön weit, das kann ich Ihnen versprechen. Sie werden später nicht viel bereuen müssen. Vielleicht das eine oder andere, aber nicht die wichtigen Dinge. Und wenn Sie noch mehr für sich tun möchten, um ein erfülltes Leben zu führen und wenig zu bereuen, dann habe ich auch gutes Handwerkszeug für Sie. Das ist zunächst einmal mein Buch »Vertage nicht dein Glück«, ändere dein Leben. Weil es beim Verlag vergriffen ist, habe ich es selbst nochmal bei Amazon herausgebracht. Da bekommen Sie es. Sie können es aber auch als Hörbuch auf meiner Website blodarek.de unter Angebote bestellen. Dann habe ich noch ein Buch speziell für Frauen, was Sie in dem Punkt unterstützt. Das ist das Buch Souverän, ich selbst, so gewinnen Frauen Sicherheit und Stärke. Dann, auch für Frauen, habe ich einen Online-Kurs, Selbstbewusstsein stärken, gelassen ich selbst sein. Und ich habe jetzt ganz viel für Frauen im Moment anzubieten, das ist der Kurs Liebe dich selbst, dann ändert sich dein Leben. Für beide Kurse, Selbstbewusstsein stärken und Liebe dich selbst, finden Sie alle Informationen auf meiner Website blodarek.de unter Angebote. Dann freue ich mich natürlich, wenn Sie meinen Kanal abonnieren, kostenlos, ist klar. Oder wenn Sie mir einen Daumen anklicken, sofern Ihnen das Video gefallen hat. Und last but not least freue ich mich auch über einen Kommentar zu diesem Thema. Und nicht nur ich, da bin ich sicher. Wir sind eine große Community, die sich gerne austauscht
Und da ist Ihr Beitrag ganz sicher auch gefragt. Nun wünsche ich Ihnen erst einmal den Mut und die Freude, damit Sie umsetzen, was für Sie wichtig ist und damit Sie nichts bereuen, weder am Ende Ihres Lebens, was hoffentlich noch viel Zeit hat, noch in der Gegenwart. Also alles Gute.